Hallo, heute geht es um das Thema Todesfalle Zeckenhalsband. Zeckenhalsbänder gehören eigentlich verboten, das ist meine persönliche Meinung. Sogar viele Katzenfreunde schätzen die Gefahr eher gering ein, obwohl sich die Halsbänder nicht öffnen, weil sie nicht flexibel sind. Die Katze kann sich schwer daran verletzen, wenn sie im Gebüsch rumstromert oder gar strangulieren. In beiden Fällen stirbt das Tier einen qualvollen Tod, wenn ihm nicht rechtzeitig geholfen wird. Leider ist das kein Einzelfall. Oft kommen die Tiere rechtzeitig und man kann sie befreien. Örtliche kleine Verletzungen heilen dann wieder. Dann heißt es Glück gehabt, aber dann Zeckenhalsband aus und bitte nie mehr eins anziehen. Die Geschichte eines Katers, der zwar gefunden wurde, aber es nicht mehr schaffte, ist die hier. Die Quelle, Tierschutzverein Merzig, war dann. Beim Versuch, das Zeckenhalsband loszuwerden, schaffte er es, eine Vorderpfote unter das Band zu schieben. Das Band verklemmte sich unter der Achsel. Er muss wochenlang damit rumgelaufen sein. Was der arme Kater für Schmerzen durchmachen musste, bevor ihn der Tod erlöste, kann man nur erahnen. Im Nacken breite Striemen, unter der Achsel ein riesiges Loch, die inneren Organe alle vereitert, und in der Tierklinik konnte man ihm nicht mehr helfen. Er starb schon beim Versuch, seine Verletzung überhaupt nur anzuschauen. Da sieht man, was für furchtbare Verwüstungen diese Halsbänder an einer Katze anrichten können. Sie sind eine Gefahr. Auch normale Halsbänder, die sich angeblich öffnen sollen, tun es oft nicht. Am besten nimmt man gar kein Halsband. Kennzeichnung durch Tätowierung und Chip sowie Registrierung bei Tasso ist immer noch die beste Lösung. Und gegen Zecken gibt es weitaus ungefährlichere, wirksame Mittel. Siehe hierzu bitte auch mein Video Floh- und Wurmfrei. Dankeschön.